Herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal. Freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Lohnt sich auch, denn heute seit Ewigkeiten wieder mal eine China-in-the-Box-Folge. Ich habe mir die Xiaomi Mi 2-Drohne bestellt. Soll ein Konkurrent zur Tello sein. Und auch die Hälfte kosten. Wir schauen uns das Ding etwas genauer an. Viel Spaß beim Zuschauen. Ihr seht es ja, der Kopter liegt noch vor mir eingepackt auf meinem Tisch. Ich möchte dazu zwei Folgen drehen. Zum einen heute das Unboxing und die App schon mal, weil viel auszupacken gibt es ja nicht. Und in Teil 2 gehen wir raus, werden fliegen, ich zeige euch das Footage, kommentiere das Ganze und erzähle euch meine Eindrücke von den Flugeigenschaften. Denn die letzte China in the Box Folge schon eine Weile her ist und neue Zuschauer dazu gekommen sind, eine ganz kurze Erläuterung. Ich bestelle Sachen aus China und zeige die hier, deswegen auch der Formatname. Diesen Kopter habe ich bei Banggood bestellt, unten in der Beschreibung ist das Ganze verlinkt. Ich habe um die 3 Wochen darauf gewartet, bis der Kopter bei mir eingetroffen ist. Und wenn ihr diesen Kopter kaufen möchtet, ist er derzeit für 60 Euro zu haben. Ich glaube, das ist ein ganz angenehmer Preis für das, was hier an Technik auch drin steckt. Wie sich das Ganze in der Praxis schlagen wird, das erfahren wir natürlich dann, wie gesagt, in Teil 2. Lass mich mal das gute Stück auspacken. Dazu müssen wir diesen Deckel hier hoch sliden. Hier dieses Icon. Ich glaube, das ist die Spielesparte von Xiaomi. Da gibt es mittlerweile so viele Sachen, die rausgebracht haben. Ist eh krass, was Xiaomi raushaut, auch an guten Smartphones. Also gerne in die Kommentare mal schreiben, wenn ihr weitere Produkte von denen sehen möchtet. Aber das sieht nach dem Logo für die Spielesparte aus. So, machen wir mal weiter. Bupp. Und schon bietet sich eine Draufsicht auf den Kopter. Hier fehlt noch ein Stück. Schaut nochmal schnell drauf. Dann kommen wir zu dem Rest. Im Kopter machen wir gleich weiter. Das ist natürlich das Interessanteste. Okay, das machen wir mal weg. Okay, wir haben hier noch Bedienungsanleitungen. Ich gehe stark davon aus, dass diese auf Chinesisch sind. Ja, ist alles auf Chinesisch. Gut, so sieht dann der Rest der Verpackung aus. Ich hole erstmal alles hier raus, ja, dann wissen wir erstmal Bescheid, was uns hier erwartet. So, okay, das ist der Akku oder der Lipo wohl eher und hier die linke Box scheint wohl leer zu sein. Okay, da war sonst nichts mehr. So, das ist unser Verpackungsinhalt. Was sofort auffällt, natürlich gesteuert wird das Ganze über unser Smartphone. Hier liegt ja keine Steuerung bei. Über Wi-Fi um die 50 Meter Reichweite könnt ihr mit dem kleinen Kopter fliegen. Ist für Wi-Fi eine Standard-Leistung, so kann man das Ganze sagen. Optional kann man aber auch Bluetooth-Controller, die man fürs Gaming nimmt, nehmen, um das Ganze zu steuern. Das können wir gerne mal ausprobieren. So, was haben wir hier? Zum einen natürlich ein Micro-USB-Kabel, gehe ich mal stark davon aus, um den Kopter aufladen zu können. Das Ganze ist noch hier verschweißt. So, zack. Genau, Micro-USB, wie gesagt, kein Type-C oder so. Brauchen wir auch nicht. Also wenn das Ding dadurch dann teurer wird, für was brauchen wir Type-C? So sieht das Ganze aus. So, wieder zurückgezoomt. Whoop. Und wenn wir schon dabei sind, lasst uns auch schon zum Akku kommen, weil mit dem Kabel lädt man das Ganze ja auch auf. So sieht das gute Stück aus. Wir haben hier an Leistung 920 mAh und man kann um die 10 Minuten circa mit einem Lipo fliegen. Also da könnt ihr gerne noch weitere dazu bestellen. Und geladen wird das Ganze in etwa 60 Minuten. Wir haben hier kleine Schoner und in der Tat bin ich das erste Mal der Meinung, dass man bei diesen kleinen Koptern die Dinger platzieren sollte. Man fliegt so schnell mal gegen die Wand und dann sind die Propeller kaputt. Und hier sind die Schoner auch sehr kompakt und leicht, also hier würde ich empfehlen, dran machen, habe ich bei der kleinen Tello, die ich gleich übrigens noch hier im Vergleich zeigen werde, auch drauf. Dann haben wir hier Propeller mit Ersatz, weil es fühlt sich nach mehr als nur 4 Stück an. So, genau, wir haben hier 6 Stück, schade. Ich weiß nicht, warum keine 8 beiliegen, sodass man quasi einen kompletten zweiten Satz drauf machen könnte. Was heißt, ich weiß nicht warum. Ich weiß warum, weil die Kohle mit dem Zeug machen wollen. Ist ja klar. Hier müssen wir drauf achten, die sind unterschiedlich gefärbt. Ihr seht das hier, ein orangenes Pünktchen, hier keins. Und das braucht ihr halt, um die Propeller richtig rum anzubringen. Denn wir haben auch auf den Motoren hier orangene Markierungen. Dann wisst ihr sofort, aha, da kommt der Propeller mit dem orangenen Punkt drauf. Und das machen wir jetzt auch. Nochmal kurz reingezoomt auf das gute Stück. Zack, ihr seht das hier, ist ein Motor, ja. Und hier ist ein Propeller. Das Ganze wird hier einfach so aufgesteckt. Zack. Und hat so auf den ersten Vergleich, wir vergleichen es gleich nochmal genauer, fast die gleiche Spannweite wie die Tello-Drohne. Also wie die Propeller der Tello-Drohne.
klack, eingerastet. Hier muss ich auch ein riesen Lob an Xiaomi aussprechen. Das ist nicht das erste Mal, dass ich Produkte von diesem Hersteller habe. Hat auch schon Smartphones von Xiaomi da. Und diese sind immer richtig gut verarbeitet. Es ist jetzt nicht so, dass es irgendein China-Schrott ist. So, den letzten Schoner angebracht und so sieht das Gesamtkunstwerk dann aus. Also so groß dann in der Frontkamera, jetzt im Vergleich zu der Hand. 88 Gramm wiegt nur dieser kleine Winzling, also gar nicht schwer, finde ich auch gut. Wenn das Ding mal abstürzen sollte, dann ist der Schaden nicht so groß. Ist ja klar. Apropos nicht so groß. Da ist ein Vergleich von oben. Also, die beiden Kopter geben sich in den Maßen wirklich nicht viel. Die Ähnlichkeit ist groß, über das Design kann man sich streiten. Die einen werden sagen, ich finde den linken irgendwie cooler. Die anderen werden sagen, die Tello-Drohne sieht cooler aus. Ich bin jetzt sehr auf die Flugeigenschaften gespannt und auf die Kamera der Xiaomi-Drohne. Die Flugeigenschaften und die Kamera bei der Risetag Tello sind auf jeden Fall richtig gut. Ich bin erstaunt aufs Neue, wie gut diese kleine Kamera hier arbeitet. Und ich zeige euch jetzt auch, wie das Ganze bei der Xiaomi-Drohne aussieht. Ihr sitzt hier auf der Vorderseite, wir haben hier unten die Kamera. Das ist ein Infrarotsensor, ganz interessant, denn man hat die Möglichkeit mit mehreren kleinen Dröhnchen von Xiaomi, die diesen Infrarotsensor haben, kleine Air-Battles zu spielen. Und dazu braucht man diesen Sensor. Man hat so einen Game-Modi und kann dann spielen. Richtig nice. Wir haben hier 720p Video. Das heißt, wir können in 1280x720 Pixel filmen. Ist natürlich alles ein Spielzeug. Wer brauchbares Footage haben will, ich weiß nicht, ob er hier drauf zurückgreifen sollte. Fotos können wir auch machen mit 1600x1200 Pixel Bildern. Also die Auflösung ist in Ordnung für das ein oder andere Instagram-Bild. Wir haben hier den An-Knopf, nicht zu übersehen. Was haben wir denn hier? Hier löst man wahrscheinlich den Lipo. Genau, ihr seht das, sobald man hier drauf drückt, zack, geht das alles ein bisschen hoch. Es regnet gerade draußen. Ich hoffe, ihr hört es nicht zu sehr im Mikrofon. Wenn ja, sorry dafür. Auf der Unterseite wird es jetzt interessant. Zack. Seht ihr das? Wir haben hier einen Ultraschallsensor und ich gehe auch davon aus, dass hier irgendwo ein Barometer ist. Aber da bin ich mir nicht so ganz sicher, um die Höhe zu bestimmen und um die Höhe natürlich mit dem Ultraschallsensor dann halten zu können. Und hier muss rein technisch gesehen ein kleiner Vorteil zur Tello entstehen. Denn bei der Tello ist es so, dass wir diese kleinen Infrarotsensoren haben plus die Minicam auf der Unterseite. Dieses System macht es uns möglich, dass die Tello 10 Meter hoch fliegen kann. Wir können auch nicht höher fliegen, weil sonst dieser Sensor nicht mehr greift und sie würde abhauen. Ich gehe stark davon aus, dass halt diese Positionserkennung einfach nicht mehr Leistung hat und die deswegen in der App gedrosselt haben, sonst würde ja jeder Kopter abhauen, gerade weil viele Anfänger auch mit dem Teil fliegen sollen. Und hier bin ich jetzt sehr gespannt, ob diese Ultraschalllösung nicht höher schallen kann als das Infrarot und wir quasi damit höher fliegen können. Wäre natürlich ein Riesenvorteil zur Tello. Müssen wir in Teil 2 dann ausprobieren. Also 10 Meter gilt es zu schlagen. Und was ich hier fast unterschlagen habe, das hier ist auch eine Minikamera, die den Untergrund fotografiert und dadurch die Position bestimmt. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Zack! Was wir sehen, unten nochmal auf Chinesisch die ganze Schrift. Aber hier sieht man auch schon im nächsten Schritt, dass das Ganze auf Englisch übersetzt worden ist. Schon mal etwas. Gut, und so sieht man auch schon eine Vorschau. Also, wir achten jetzt bitte nicht auf die Übertragungsqualität von dem Wi-Fi des Kopters. Hier sind so viele WLAN-Signale gerade an, auch von den drei Kameras, die hier laufen. Wir sehen zum einen natürlich unser Steuerpad. Ja, hier können wir das Ganze dann kontrollieren. Wir sehen links und rechts jeweils zwei Icons. Wenn ich jetzt auf Video klicke, dann sieht das Ganze so aus. So, Videoaufnahme, wenn man auf Video Complete. Ich heb mal das Dröhnchen so ein bisschen an, da könnt ihr schon mal sehen, wie das Ganze aussieht. Ich muss sagen, die Auflösung sieht auf den ersten Blick gar nicht so verkehrt aus, bis auf diese Störung. Aber die schiebe ich jetzt wirklich mal auf die ganzen Geräte um mich herum. Aber das testen wir dann natürlich draußen aus, wie es dann wirklich im Endeffekt ist. So, runter. Wir haben hier mehrere Möglichkeiten, wenn wir nach oben links wandern, wo dieses Pfeil-Icon ist, das nach links rausgeht aus dem Bild, haben wir einmal einen automatischen Startknopf. Also wenn wir diesen drücken würden, würde die Mi-Drohne hochsteigen und wir können das Ganze auch aus der Hand raus starten lassen.
Und neben diesem Handstart-Symbol ist ein Controller. Das ist jetzt nicht dafür da, um einen Controller zu verbinden zum Fliegen. Nein, da blendet ihr den Game-Modus für das Infrarot, was ich vorhin gesagt hatte, ein. Und dann habt ihr so ein kleines Warnkreuz und links und rechts die Kanonen jeweils. Und dann könntet ihr jetzt theoretisch die anderen Drohnen, die mit euch rum am Schwirren sind, abballern. Auf dem Knopf ganz rechts, wo das drehende Smartphone zu sehen ist, könnt ihr das Ganze kalibrieren, den Gyro des Ganzen. So, okay. Ist jetzt nämlich da und wir könnten jetzt theoretisch die Höhe links bestimmen und dann mit Neigen des Smartphones das Ganze lenken. Das nenne ich jetzt mal ein krasses Timing, oder? Schnell das letzte Feature der App gezeigt, zack, geht da Lipo, das kommt das aus. Das Ding ist ja frisch aus dem Schiffscontainer hier zu mir gekommen. Ich habe es ausgepackt und euch jetzt gezeigt hier im ersten Teil. Ihr habt gesehen, der Copter ist sehr gut verarbeitet. Ihr habt ein paar technische Daten erfahren, ihr konntet einen kleinen Einblick in die App bekommen. Auch wenn da jetzt nichts Spektakuläres zu sehen ist, wir hatten ein, zwei Verbindungsstörungen hier, aber ich schiebe das Ganze wirklich auf das Wi-Fi um mich herum. Wir müssen gucken, wie das Ganze dann draußen funktioniert. Und dazu dann mehr in Teil 2. Lasst gerne ein Abo da, um keine Videos zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.